am Kanal. Ich freue mich, dass du hier sitzt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit diesem Video mit dabei bist. Puh, ich habe den Einladungssatz geschafft. Auf jeden Fall möchte ich bei diesem Video auch gar nicht lange drum rumreden, um was es hier heute geht. Und zwar werde ich nämlich heute live mit euch auf meine allerersten Schminktutorials, die ich auf Instagram hochgeladen habe, reagieren. Ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz witzig, sich die wieder anzuschauen, weil ich darauf damals eine ziemliche Hatewelle kassiert habe. Also ich glaube auf jedes Video. Aber ich glaube, mir war es damals relativ egal. Ich dachte mir einfach nur im Moment, ach, mir gefällt, ich lade es hoch, was die anderen sagen, juckt mich nicht. Okay, meine Einstellung hat sich dazu eigentlich nicht verändert. Wem es nicht gefällt, den gefällt es halt nicht. Wem es gefällt, den gefällt es halt. Werde ich heute mit euch zusammen auf diese reagieren. Beziehungsweise habe ich mir 4 Stück rausgesucht, glaube ich. 4 oder 5. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und da wollen wir doch mal gleich anfangen. Und zwar mit dem ersten. Ich werde den Ton ausstellen, weil ich nicht weiß, was ich damals für eine Musik verwendet habe. Weil ich glaube, ich habe keine Copyright-freie genommen. Ja. Fassen an. Hier ist so ein Titelbild mit so einem Rainbow Face. Ja. Was habe ich da erstmal drunter geschrieben? Colorful Make-up, something extra. Meine Captions waren auf jeden Fall damals schon mal Goals. Dieses Video gab es 922.000 Aufrufe. Und davon hat es aber nur 60.000 gefallen. Also, jo, das ist schon vielen, denen es trotzdem gefallen hat dafür, dass es so verkackt war. Also ich glaube, es ist verkackt, weil das Titelbild sagt schon alles. Let's go, reagieren wir mal drauf. Das Ganze geht 1 Minute. Mhm, ah ja. Ich weiß, dass sie sich immer alle früher über meine Fratzen aufgeregt haben. Okay, jetzt fange ich erstmal an mit so einem Stift, ja. Dann habe ich hier richtig fancy Übergang. Oh Gott, da war gerade eben schon das halbe verschmiert. Okay. Ja. Ah, voll rein. Das sieht einfach so unsauber aus. Ich glaube, ich habe gar nicht gesehen, was ich da eigentlich rechts mache oder links mache. Und dann noch so an der Nase. Sieht aus wie so blaues Blut. Was machst du da? Oh nein, daran weiß ich noch, was ich da machen wollte. Ich wollte mir, jetzt pudere ich das Ganze noch ab. Alles klar. Jetzt kommt noch der legendäre Eyeliner, den ich extra so geskippt und gecuttet habe, dass ihr nicht seht, wie verkackt ich ihn eigentlich aufgemalt habe. Dann habe ich das Make-up einfach nur noch gefühlt. Richtig gefühlt. Wisst ihr, was ich da eigentlich machen wollte mit diesem Stift zum Schluss? Ich wollte mir eigentlich so richtig professionell Sommersprossen drauf malen. Nur irgendwie sah das kein bisschen aus wie Sommersprossen. Das war nämlich ein Lip Liner und der war irgendwie viel zu fett und es sah einfach nur aus wie so draufgekackt und nicht gekonnt. Next one. Da ging es nämlich um die Augenbrauen. Also ich glaube, seit dem Video haben auch alle so ein Problem mit meinen Augenbrauen. Wahrscheinlich habe ich alles diesem Video zu verdanken. Es gab mal eine Zeit lang, da hatte ich mir kurz vor Weihnachten die Augenbrauen total kurz gezupft, also zupfen lassen. Und die waren einfach nur so dünn wie ein Strich. Und ich glaube, kurz danach ist auch dieses Video entstanden. Da habe ich mir nämlich wellige Augenbrauen machen wollen. Das war nicht damals so ein Trend und ich dachte, ich könnte das richtig gut, konnte ich aber leider gar nicht. Und let's go. Das ganze Video hat 318.000 Aufrufe. Wir wollen mal die Kommentare lesen, Leute. Wollen wir mal? Algengrütze. Warte, was gibt's hier noch? Das sieht irgendwie richtig scheiße aus. Oh ja, das sieht wirklich scheiße aus. Was habe ich denn darunter geschrieben? Would you wear wavy eyebrows in everyday life? Maybe school? Würdest du wellige Augenbrauen tragen jeden Tag in deinem Leben? Vielleicht in der Schule? Warum? Nein, bestimmt nicht. Alter, was soll das? Ja, also das ist wirklich schön. Hashtag Gegenteiltag. Ich glaube, ich heule gleich. Wie kann man so einen Scheißdreck pisten posten? Okay, aber wollen wir jetzt drauf reagieren? Wir sind ja nicht hier zum Kommentare lesen. Also okay. Ich fange mir erstmal an, die Augenbrauen irgendwie abzuwischen. Whatever, warum. Dann fange ich an, mir Wellen zu malen. Ja, alles klar. Man sieht, dass ich vorher gar keine Augenbrauen hatte und dass die schon davor aussahen wie eine Katastrophe. Und jetzt mache ich noch eine größere Katastrophe draus. Lasse ich das unten so? Nein, oder? Alter, ich habe die Wellen einfach nur oben drauf gemalt. Das sieht aus wie ein Kackhaufen. Jetzt klatsche ich mir noch schön Lipgloss drauf.
Die rechte sieht ja ganz okay aus, aber die linke. Und dann habe ich das einfach noch so richtig gefühlt. Ich glaube, ich habe sogar noch TikToks aufgenommen damit im Nachhinein. Nee. Nee, einfach nur. Nein. Okay, kommen wir zum nächsten. Da habe ich ein Pop-Art-Make-up ausprobieren wollen. Ich habe es nur ausprobiert. Ich glaube, ich war danach sehr überzeugt, dass ich es schön finde und es mir sehr gut gelungen ist. Also zumindest in dem Alter, als ich dieses Video gedreht habe, fand ich es sehr toll und war selbst von mir selbst sehr überzeugt. Okay, wollen wir mal schauen. 638.000 Aufrufe, 4.500 Kommentare. Das hat noch mehr Kommentare als das andere Video. Das heißt, da ist wahrscheinlich noch mehr Hate drunter. Was für Pop-Art. Das sieht aus, als hättest du dir ins Gesicht geschissen. Das sieht so schlimm und hässlich aus. Oh mein Gott, da kann selbst meine Schwester besser mit schminken als du. Sie ist 4. Ehre. Ehre, Ehre. Warum tust du meinen Augen das an? Alles klar, okay. Dann tun wir uns das unseren Augen jetzt nochmal an. Okay, let's go. Ja, also ich fange erstmal an mit einem Eyeliner. Mir, das sieht ja noch alles ganz okay. Oh, okay, da mache ich mir, oh. Ja, alles fürs Titelbild immer damals, immer. Dann, ja, okay, das sieht schon komisch aus. Oh nein, jetzt. Jetzt wird's schlimm. Ich glaube, jetzt wird's schlimm. Ja, okay, jetzt mache ich mir Moment. Jetzt kommen die Tränen. Die Tränen habe ich so verkackt, Leute. Jetzt glaubt mir. Oh mein Gott. Seht ihr das, wie fett es geworden ist? Das ist doch nicht mein Ernst. Jetzt versuche ich das noch so schön zum Rand. Jetzt ziehe ich alles nochmal an. Jetzt mache ich nochmal. Oh Gott. Nein. Nein. Das sieht einfach nicht schön aus. Aber ich habe es einfach voll gefühlt, Leute. Ich habe es einfach voll gefühlt und mir voll abgekauft. Ich habe extra fürs Titelbild so eine Schere in meinen Baby-Lip damals gestochen. Armer Baby-Lip ist dafür draufgegangen. So, das Ganze hat 467.000 Aufrufe, 3.500 Kommentare. Sieht auch mit Schere ans Auge halten scheiße aus. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich habe mein Make-up da wirklich mit einer Schere gemacht. Ja, eine Schere an sein Auge zu drücken ist sehr intelligent. Schere am Auge, Applaus. Gut, aber gucken wir mal. Also, ich fange wieder an mit Concealer. Ich glaube, ich hatte schon vorher Concealer drauf. Ich habe nur noch mal Concealer drauf geklatscht, weil ich es fürs Video aufnehmen wollte. Hashtag my life. Dann habe ich mich erstmal abgepudert, dabei immer eine komische Fratze gemacht. Dann habe ich den Rouge drauf geklatscht und hier kam schon meine Beauty-Palette. So, dann haben wir erstmal schön mit Orange. Ja, da halte ich wie die schöne Schere ans Auge. Richtig intelligent. Boah, ich habe mehr Lidschatten geht nicht. Dann habe ich noch mit Rot ein bisschen nachgelegt. Immer schön mit der Schere ans Auge. Ich hätte nur jemand erschrecken müssen und die Schere wäre im Auge. Alles klar. Dann habe ich versucht, einen Eyeliner zu ziehen. Auch mit Schere. Das unter dem Auge hätte ich absolut weglassen sollen, weil das verkackt einfach alles. Ah! Dann extra einmal fürs Titelbild und nee, es sieht einfach so verschmiert aus und nicht gekonnt. Ich weiß, dass ich damals vor meinen, immer wenn ich Schminktutorials gedreht habe, war das immer so, dass ich angefangen habe. Ich hatte eigentlich keinen Plan, was ich da schminke, das gebe ich ehrlich zu. Und habe versucht, aus Scheiße Gold zu machen, was mir im Endeffekt nicht gelungen ist. Und ich immer am Ende des Videos dann so, ach ja, schneidest du einfach, lädst du trotzdem hoch, ist egal, sieht halt verkackt aus. Daraus lernt man und deswegen habe ich ja jetzt ein YouTube-Video für euch gedreht, damit wir auf diese Kacke von mir von damals reagieren können. Hätte ich damals die Kacke nicht hochgeladen, würde es dieses Video nicht geben und ich würde jetzt nicht hier sitzen und darüber lachen können. Ja. Dann kommen wir zu dem letzten Video, was ich mir rausgesucht habe. Ich habe natürlich viele, viele mehr Videos hochgeladen, aber ich denke mal, das hier sind so die 5 krassesten, schlimmsten, aber das letzte ist jetzt noch wieder das absolute Highlight. Ich glaube, es kam kurz vor Weihnachten online. Nee, 3. Februar 2018. Das hat 1,8 Millionen Aufrufe. Alles klar. Und das ganze Video hat 107.000 Likes. Also hat schon mal 107.000 Leuten gefallen. Aber vielleicht hat es den Leuten auch nur gefallen, weil ich mir eine Strumpfhose über die Fresse gezogen habe. Aber egal. So, kommen wir mal zu ein paar Kommentaren. Du siehst aus wie ein Clown. Na gut, siehst du auch sonst. Hm, vielen Dank. Ich könnte mir das gut mit Rot vorstellen, so als How-to-Schmink-Ausschlag. Hm, auch nett.
Das sieht aus wie Ausschlag. Sieht aus, als ob du eine überfahrene Schildkröte bist. Shikasso. Schminken muss gelernt sein, aber egal. Schminken muss nicht gelernt sein, man muss einfach sich trauen und ausprobieren, Leute. Daran kann es auf jeden Fall schon mal nicht liegen. Du siehst aus mit der Strumpfhose in deiner Fresse wie die Schinkenwurst einer Netzverpackung. Okay, das Kommentar made my day. Let's go, schauen wir uns an. Also, hier erstmal mache ich mir die Haare zusammen. Das war übrigens damals voll der Trend. Da habe ich die erstmal übergezogen, da habe ich erstmal ein bisschen fürs Clickbait, glaube ich, gepostet, ja. Und da habe ich auch schon angefangen, einfach reiner wird hier, sieht ihr meinen Blick, ich bin so richtig angestrengt, jetzt kommt's. Ich könnte meine Make-up-Looks einfach nochmal voice-overn. Alter, habt ihr darauf Lust, dass ich meine alten Make-up-Looks voice-overe? Dann gebt einen Daumen nach oben, ich hätte so einen Bock drauf. So. Dann fange ich hier an, mir noch richtig krass. Ich glaube, ich wollte mir einen Meerjungfrau-Look schminken. Klatsche ich da einfach nochmal blau drauf. Whatever. Hauptsache blau. Klatschen wir noch drauf. Ach, dann machen wir nochmal schön so einen komischen Cringe-Eyeliner. Dann schminken wir noch ein bisschen Mascara und dann kommen wir wieder mit diesen komischen Lidblaus und fertig ist der Look. Easy. Mache ich mir zum nächsten Fasching auch mal. Gefühlt habe ich es auf jeden Fall wieder. Ja. Sowas habe ich, wie gesagt, früher hochgeladen, vor 2 Jahren. Heute ein bisschen cringe, aber das Ganze nur für euch. Deswegen habe ich heute mit euch da zusammen drauf reagiert. Ich muss sagen, ich drehe heutzutage gar nicht mehr so gerne Schminktutorials, deswegen kommen auch kaum welche, weil ich einfach wirklich mehr der natürliche Typ bin und wie gesagt nicht das krasseste Talent da bin. Ich kriege schon einen Eyeshadow-Look besser als früher hin, auf jeden Fall. Ich habe auch ungefähr Ahnung, was ich da jetzt dabei tue, aber damals hatte ich es auf jeden Fall nicht. Naja, ist auch egal. Ich hoffe, euch hat diese Reaktion auf meine ersten katastrophalsten Schminktutorials gefallen. Dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem richtig coolen Video wieder. Darauf freue ich mich schon. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ja, seid am Start, habt euch lieb und ein schönes restliches Wochenende.